Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal eine meiner Lieblingstiere, die Blindschleiche. Das hier ist jetzt ein ungefähr ein Jahr altes Exemplar, was auch ungefähr 10 cm groß ist. Und die Blindschleiche kann bis zu 50 Jahre alt werden und bis zu 50 cm groß. Allerdings ist das sehr selten, dass die so groß wird, denn meistens wird sie von Fressfeinden gegessen oder in der Gefangenschaft wird sie überfüttert, was ziemlich häufig vorkommen kann, denn die kennen nicht wie wir jetzt, wenn man viel gegessen hat, dass dann der Bauch irgendwie wehtut. Das kennen die nicht und deswegen essen die immer so viel, wie die kriegen können, denn in der Natur finden die nicht so häufig Essen. Die wühlen nämlich einfach nur mit Augen geschlossen in der Erde herum und suchen nach Nacktschnecken und Regenwürmern, was auch eigentlich ihre Hauptspeise ist. In der Gefangenschaft kann man denen aber auch Mehlwürmer geben. Allerdings sind Mehlwürmer viel fettreich und deswegen nicht jetzt so ein gedachtes Nahrungsmittel, sondern einfach nur um irgendwie mal zwischendurch, wenn man keine Regenwürmer hat oder Nacktschnecken. Ich füttere die jetzt auch viel mit Mehlwürmern, allerdings die hier noch nicht, denn die ist zu klein für einen Mehlwurm. Die frisst die auch nicht. Die frisst eigentlich nur Nacktschnecken und kleine Regenwürmer. Also für einen Garten wäre die eigentlich richtig cool. Ist sowas wie ein Schneckenfresser für einen Garten. Dann braucht man keine Schneckenmittel irgendwie da rein tun, dass die Schnecken die ganze Zeit sterben. Sondern man muss einfach nur ab und zu mal die Weinbergschnecken raussammeln und die Gartenschnecken. Allerdings das mit den Weinbergschnecken könnte schon ein bisschen wieder problematisch werden, denn die ist genauso wie alle Echsenarten auch auf der roten Liste und deswegen darf man die nicht töten und nicht mit nach Hause nehmen und halten. Falls irgendwie du zum Beispiel jetzt eine Blindschleiche findest und die mit einer Schlange verwechseln solltest und jetzt zum Beispiel einen Stein drauf werfen, könntest du eine Strafe bekommen, falls das jemand gesehen hat. Allerdings würde ich nie im Leben ein Reptil töten, außer es wäre jetzt ein Komodowaran oder irgendein großes Tier, was mich essen möchte. So kleine Reptile in Deutschland würde ich auf jeden Fall nie im Leben töten. Denn alle Reptilien sind auf der roten Liste. Das bedeutet, falls man so eins tötet, oder also absichtlich tötet, meine ich, und oder mit nach Hause nimmt, muss man Strafe zahlen. Man darf die nämlich nur vom Züchter kaufen. Was jetzt bei einer ausgewachsenen Blindschleiche ungefähr 100 Euro kosten kann. Es gibt allerdings noch sehr wertvollere Exemplare, zum Beispiel Albinos oder ein gepunktetes Exemplar. Gepunktete Exemplare, davon habe ich auch eins sogar. Das habe ich von einem Züchter für 120 Euro gekauft. Also die haben jetzt blaue Punkte, hauptsächlich haben das die Männchen, allerdings auch ziemlich selten. Und ja, die Blindschleiche kann man ganz leicht von einer Schlange unterscheiden, indem man sich die mal genau anguckt, ob die glänzt, ob die glatt ist. Und was für einen Kopf die hat, denn die Schlangen haben einen dicken Kopf und sind auch nicht so glatt wie die Blindschleichen, glänzen auch nicht so sehr,
Allerdings sind die auch unten jetzt, haben die hier unten noch so kleine Schuppenläppchen, würde ich jetzt mal sagen, womit die sich fortbewegen. Und es gibt in Deutschland eigentlich nur eine Schlangenart, vor der man Angst haben sollte oder noch nicht mehr Angst haben braucht. Denn die tut einem eigentlich nichts, solange man sie jetzt nicht in die Ecke drängt. Und das ist die Kreuzotter. Die ist nämlich giftig. Das ist die einzige Giftschlange in Deutschland. Und die kann nur ein 4-jähriges Kind oder ein bisschen jünger töten. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Auf Wiedersehen, bis demnächst und ciao, Leute.